So. Der nächste Text ist ein, wie soll ich sagen, ein Anagramm-Gedicht. Besteht aus lauter Anagrammen, den ich gebastelt habe aus dem wohl wichtigsten Ausspruch deutscher Sprache der letzten 40 Jahre. Anagramme kennen Sie ja, nicht? Buchstaben auseinanderpuzzeln, wieder neu zusammensetzen, um zu gucken, was steckt da alles von verborgener Bedeutung drin. Und zwar ist es der Ausspruch von Helmut K., der sich ja immer beschwert hat, dass man ihn nicht ernst nimmt. Ich nehme es nicht nur ernst, ich nehme ihn nicht nur wörtlich, ich nehme ihn buchstäblich. Ernster kann man einen Menschen nicht nehmen, in seinem Ausspruch, in diesem unserem Lande. In diesem unserem Lande, in diesem Leser an Munde, in diesem unseren Rande, im Diesel nennen sie mal Runde. Runde Damen miesen leise, Meilen senden Medi raus, und das mit der Redemeise, Mendelin die Eisenmaus. Ja, eine Muse an diesem Neid, Loser, Made in den Miesen, renne Musen diesem Leid, lese Umi dann dem Riesen. Leiden, Samen und Misere, Seelen senden die im Raum, summen Iden in das Leere, enden ledern sie im Saum. Dein Dasein, Lesenummer, die Maxleut nenne mies, nie lesen das ein Dummer, dann eines Dümmer ließ. Summe, Nase in die Länge, Düsen, da mir Sennelang, Reime sind. Salü, im Ende, Mann, sei Ende, Sudelrein. Aus dem zweiten Band der Satzromane dieser Gelassenheit. Cool bleiben, sagte er sich, als er das satt schnalzende Geräusch hörte, mit dem die Innentür des Kühlhauses ins Schloss gefallen war. Er wurde cooler und cooler. Ich weiß noch nicht, was das mit Sprache zu tun hat, außer, dass man hinterher vielleicht sprachlos ist. Wie auch immer. Der zweite Roman heißt Strich. Auf den Strich gehst du mir nicht, reimte der verliebte Dichter. Dann machte er schnell einen ganz langen Strich durch seine Gedanken. Ja, tragisch sowas. Strich auf nicht ist ein genialer Reim, finde ich. Ja, aus dem dritten Band noch zwei Romane. Der eine heißt Grammatik. Ich merkte, wie du fürchtetest, dass er lachen würde, als sie meinte, dass es schön sei, wenn wir dafür sorgten, dass ihr versteht, warum sie die Grammatik hassen. Und zum Thema Dichter. Der Wörterwald wurde dichter und dichter, bis der hilflos um Hilfe rufende Dichter auf eine Lichtung traf. Da fehlten ihm plötzlich die Worte. Mir fehlen sie jetzt nicht. Ich erzähle jetzt noch die Geschichte eines Außenseiters. Ich glaube, ich kann hier auch den akademischen Untertitel nennen bei diesem wundervollen Publikum. Da kämpft das Streben nach Eigenständigkeit gegen genetische Disposition oder das Streben nach Autonomie gegen angestammte Identitätsmuster. Kurz, die Geschichte vom Reim, der nicht reimen wollte. Es war einmal ein kleiner Reim, der fühlte sich ganz wohl daheim, als er noch ein Baby war. Der eine Teil vom Zwillingspaar. Bei Papa Reim und Mama Reim, der echte Papa bleibt so recht geheim. Fühlt er sich eigentlich geborgen, doch was den Eltern bald macht Sorgen, war, dass er nicht hören wollte und nie das tat, was er sollte. Auf Reim dich, wie die anderen Kleinen, fing er ganz grässlich an zu weinen. Er wollte doch nicht in den Reimegarten, wo die anderen kleinen Reime warten. Er wollte mit allen Wörtern spielen, wollte sich im Matsch der Sätze sielen, mit allen Buchstaben Burgen bauen und die Grammatik-Gang fahren. Er wollte Kasper für das Komma sein, sich mit dem I-Punkt über Witze freuen, die auf des Dichters Kosten gehen, die den Hörer schizophren beim Verstehen alleine lassen, kurz. Er begann schon früh, den Sinn seines Lebens zu hassen. Schließlich sprach das Elternpaar, weil er einfach ganz und gar anders als die anderen war. Wenn du nicht reimen willst wie Reime und die anderen Gedichte keine, kommst du ins Reimerziehungsheim. Da bläuen sie dir richtig ein, was ein Reim tut und was nicht.
Schließlich gehörst du ins Gedicht und nicht in jedermanns Gequatsche, ins Gerede und Getratsche. Da gibt's auch kein lyrisches Rundemann. Wenn du nicht reimst, musst du hungern. Und wenn eine Reime zu dir passt, die auch von Herzen verhasst, du bleibst bei ihm und er bei dir, das ist schließlich Pflicht und keine Kür. Der junge Reim entschieden spricht, nein, ins Reimerziehungsheim gehe ich nicht. Ich zerr euch eher von den Richtern, weil ihr mir meine Freiheit raubt, mich seelisch folterst und sowieso nenne ich mich statt Reim ins Raum und besetzt als Protest einen Mammutbaum. Ach, Mist, gereimt. So ging der Streit noch manche Jahre, das Elternpaar kriegt graue Haare. Der junge Reim wird unerwachsen, macht sich alleine auf die Beine. Es tat den Eltern ziemlich weh, als er gründete den CRC, den Kontra-Reim-Club, als e.V. Die Mitgliedszahl blieb freilich Mause, dass er stets allein nur Vorstand war. Nur ein zerstrittenes Reimepaar kam, klar abwechselnd, mal in den Treff, wo er brillant aus dem FF sein Anti-Reim-Programm entwarf. Das Reimfräulein war bloß auf ihn scharf, als wenn sie nichts verstanden hätte. Sie war zwar blond, gleich wohl eine Nette, doch eher als wenn da gar nichts wäre, ganz reimrevolutionär sie einfach aus dem Club rauswarf. An reine Paarung, danke, kein Bedarf. Weil Ende seinem Völkchen grollte, er aber mehr erreichen wollte, die Zukunft beim Licht ein, allein gründet er die Anti-Reim-Partei. Er wollte rein politisch was bewegen, wollte, dass sich in den Versen regen sollte, was bis dato unbekannt, und so tönt er durchs Poetiklein. Wörter, wisst ihr eigentlich, was geschieht? Wörter, wisst ihr, was euch blüht? Ihr unterwerft euch immer noch, befreit euch doch vom Reimjoch, befreit euch doch vom Reim. Doch, und er hört mit seinen Tönen so, zog er sich mit viel Gestöhn in sein privates Reich zurück und arbeitet am eigenen Glück. Es hat in seinem ganzen Leben nur eine einzige Versuchung gegeben, die zu seinem sonstigen Streben stand total im Widerspruch. Aber es blieb bei diesem einen Versuch. Das war, als ihn einmal wie ein Blitz durchzuckte und er sich in Fräulein Leim verguckte. Fräulein Leim freilich war schon liiert. Und zwar der Keim, der sehr pikiert den jungen Mann herunterputzte und ihm liebesvoll stutzte. Da saß der Reimer schließlich ein, er lebte lieber doch allein. Eins war ihm immer sonnenklar, er wollte niemals reimen. Auch wenn er dann alleine war, er fand die Freiheit wunderbar. Und der Gedanke begann ihm zu keimen, dass er zu höherem berufen und dass die Dichter, die ihn schufen, ihn zu größerem gebrauchten als zu logisch hingehauchten Versen ihrer Dichtertexte. Und der Gedanke ihm ächzte, dass er sich selber sei genug, er braucht zu keinem Reimbezug. So stark waren die eigenen Interessen, dass nie ein Dichter ihn wirklich besessen, dass nie ein Versmaß ihn vermessen. Und als er Gerichte zur Reimpflicht gar verklagt, da hat doch Bond die ganze Grammatik versagt. Sein Reimunwille blieb ungebrochen, kein Nomen konnte ihn hier unterjochen, kein Verb, kein Adjektiv hat er je beglückt, kein Verspaar wurde jemals mit ihm bestückt. Der Reimer fand sogar den Anti-Reim, mit dessen Semantik Leim sich in Unsinn schnell verkehrt. Dichter und Hörer verstehen sogar plötzlich, ergeben Wörter keinen Sinn schlagen. Gut, wurzeln, alles gut, halt, sprach der Dichter Gott, macht alle Reime wieder flott. Alle gehorchten, außer dem einen, der ganz stur und eisern seinen Nicht-Reim-Idealen blieb ganz treu und bekräftigte aufs Neue. Ein Reim kommt mir nicht ins Gedicht, und mir doch, dann bin ich's niemals. Ich leg ab meine Reimidentität, ich mach das mit Vielfalt, fett ich rein, ich fange überhaupt weh mit wem ich will. Der reine Reim ist mein Ziel nicht. Das war dann endgültig zu viel. Da kommt der Autor, ich, ins Spiel. Da wär's mit dem Gedicht vorbei, der Reim ist mir nicht einerlei. So könnte ich nicht mehr weiter dichten, ich will nicht auf den Reim verzichten. Doch wenn der sich sträubt, was soll es, schreibe ich auch ohne Reim was Schönes. Wozu brauch ich einen Reim? Der Reim erstickt ja schon Anfang. Jegliche andere Erwartung. Und so kommt, was kommen muss, für Dichter und Hörer zum Ärger. Die Texte werden auch mal Kerger, deshalb fuck you, Rhyme, go to hell, verschwinde endlich, und zwar behende, Ende, nee, jetzt reimst du wieder, sorry, Schluss.